Hallihallo, willkommen zurück mal wieder bei Orcs Must Die. Jetzt spielen wir das DLC-Pack Fire and Water. Oder bleib doch mal stehen, ich will dir auf die Oberweite gucken. Feuer und Wasser. Ja, das ist wirklich Quatsch. Muss ja auch mal sein. Ich fühle mich genötigt. Hm? Wir befinden uns auf der Karte Verkehr blockiert. Das ist die erste des DLC-Packs. Verkehr blockiert. Verkehr blockiert. It's very interesting. And ich glaube, ich verstehe, wie es ablaufen wird. Natürlich erstmal wieder ein Stäbchen. Und wir haben neue Gegner. Wir haben Feuerlord. Harter Feind teilt sich in 4 Feuerlinge, wenn er getötet wird. Na, herzlichen Glückwunsch. Und den Feuergeist teilt sich in 2 Feuerlinge, wenn er getötet wird. Ja, super. Das wird also eine verdammt feurige Sache. Haha, what is it? Gut, der Schwefel bringt dann gar nicht allzu viel, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Stachelfallen, meine Säurefallen, natürlich mein Eisamulett. Steht da nichts, dass die immun gegen Feuer sind. Ja, deswegen. Und, Säurespritze habe ich ja dabei und dann halt mein Geldamulett. Ich weiß, ob ich das wirklich brauche. Ich habe ja von dir mit Cloud und produzierst Aimer. Also ich habe das wohl im Amulett mit. Das ist glaube ich praktisch. Ja, ja, ich denke das. Okay, die hier rauskommen, so. Wollen zum Spalt hier. Ich bleib bei meiner Kombination. Das Problem ist, die kommen aus beiden sofort, also gleichzeitig. Ich habe nur 2000 Münzen, das heißt, du musst deine Seite erstmal alleine irgendwie verteidigen. Weil ich brauche auf jeden Fall 2 Schwefelfallen, damit ich auch schon etwas weiter. Das ist nämlich das Problem. So, jetzt habe ich schon nichts mehr. Das ist eine interessante Sache. Aber ich habe hier meinen Golem gefunden. Ich war noch nie so bereit. Wird lustig. Durchaus. Direkt die ersten Feuerlinge dabei. Feuer. Scheiße, ist der fett! Dagegen, wenn ich dir mal verzeihe, oder? Das sind ja nicht so an den Rand, die machen ordentlich Dauer. Hab ich mitbekommen. Gut, ich sag's dir ja nur noch mal. Komm zu mir. Ja, Pause. Müssen wir dann mal Seiten wechseln, ich glaube, das muss man dann halt über das Bauch sein. Ich krieg schon wieder an, diese scheiß dreckige Nase zu machen. Ja, die lassen sich aber sowas von gar nicht vom Eis am Moment beeindrucken. Weg von mir! Ich bin sehr verrückt, wenn du deinen Kram mal bei dir behalten könntest. Kann doch nicht alles gewesen sein. Solange eingefroren bleiben die Flammen aber nicht, ne? Das ist schon heftig. Ja. Zählt das nicht. Baby, ob das ein bisschen gut ist.
So, schön, ohne beieinander. Ich habe einfach keine Kohle. Ja, weil du wirklich nur... Ja, ich musste da hinten was bauen, bis du mir da deine Pfeilen setzt, oder? Ich musste ja auch ein bisschen. Also wenn ich sie im Gang kriege, ist es einfacher. Also beschwer dich, Mensch. Beschwer mich aber. Gib mir, Dublonen und ich kann dir ein schönes Stück aus meiner Sammlung. Dublonen. Ich will Dublonen, Alter. Geht auf meine Seite, ey. Es ist an der Zeit. Das Schlimme ist, die verlangsamen dich auch total. Und so beginnt es. Ich kann mir ja nicht so gut verteilen, aber ich mein's nicht anders. Konzentriert euch auf deine Kinder. So viele Tote auf einem Haufen. Scheiß Amulettarbeit hier. Lag. Scheiße. Wieder so richtig. Erinnert ihr euch jetzt an mich? Aber bei weitem angenehmer als Feueruhr. Nee. Doch, finde ich schon. Die Feueruhr, die machst du mit dem Eisarmulett wie nix platt. Verlaufen, dass es ein Unterdruck oder so sehen.
Meine Orks mag ich am liebsten geröstet. Kommst ja mit deiner Horde ziemlich gut zurecht, muss ich sagen. Ja, es geht halt. Wie gesagt, ich arbeite halt überwiegend mit den Amuletten. Geht eigentlich ganz gut. Ja, ich habe nicht genug Mana dafür. Ich rufe mir halt am Anfang erstmal einen Juli. Und dann warte ich, dass ich sicher kann. Die kleinen Runner sind ja lachhaft. Wobei das gerade geil aussieht, wie der Golem verzweifelt versucht, an die dran zu kommen. Und die Flammen sind halt ziemlich gut, dass ich auch nicht so letztes Mal zu tun habe. So geht das. Zack und flutsch und weg ist der Mist. Los mit der Armbrust geht das theoretisch sogar halbwegs gut. Ja. Lass uns spielen. Ja, weil ich sie dadurch immer schön einschläfern kann. Einschläfern? Ja. Tierarzt oder was? Ja, einschläfern ist das falsche Wort, muss man wirklich sagen. Ganz halt, ewigen Jagdhunde. Nee, das nicht. Nein, mein Golem ist weg. Diese Arbeitsverweigerer hier. Nein! Warum bist du tot? Ich ausgewichen bin. Alter! Feierabend! Sitz, Platz, irgendwas! Alter, Finne! Respekt, ich vergiss auch die grüne Flamme. Gewonnen.
Boah, Alter! Damit war der Perfekt-Sieg leider vorbei. Ja. Aber immerhin, Alter. Immerhin, ey, das war scheiße. Beim Rückwärts gehen halt in am Zaun hängen geblieben und dann doof landet, naja. Alter, jetzt wollte mich auf dem letzten Meter noch diese scheiß blöde Flamme hinrichten, ne? Unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, oh Gott, Alter, ist das. Gut, das war schon mal feurig heiß. Ich bin gespannt, was uns in der nächsten Runde erwarten wird. Ich gehe nochmal kurz ins Zauberbuch, weil ich noch das Feueramulett will ich noch skillen. Verbessern. Das Feueramulett. Da fehlen mir sogar Schädel, schade. Weil ich glatt befürchte, dass in der nächsten Runde Wasserviecher kommen werden. Ja, dann. Sehr Feuer und Wasser. Also, ob wir baden gehen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.